Während wir in diesen Tagen Abstand halten müssen, kuscheln sich hier vorne auf dem Altar gleich 5 Weihnachtssterne eng aneinander. Weihnachtssterne sind schon ganz besondere Pflanzen. Das ist mir in diesem Jahr erst so richtig bewusst geworden. Und zwar, weil sie eine ganz besondere Eigenschaft haben. Am Anfang sind Weihnachtssterne durch und durch grün. Und ausgerechnet dann, wenn sie weniger Licht bekommen, entwickeln die oberen Blätter ihre Farbe. Bei diesem Weihnachtsstern ein schönes Weiß, leuchtend, es soll erinnern an den Stern von Bethlehem, bei anderen Weihnachtssternen leuchtend rot. Eine Pflanze, die erst dann ihre schönsten Seiten entwickelt, wenn das Licht weniger geworden ist. Das beeindruckt mich und es ist dieser Tage ganz besonders beflügelnd. Es liegt ja nicht nur jahreszeitmäßig manches im Halbdunkel, sondern durch die Corona-Umstände auch durchaus unsere Stimmung. Wie gut dann zu wissen, dass selbst da, wo es ganz dunkel ist, etwas aufblühen kann. Selbst wenn das Leben im Halbdunkel liegt, kann Wunderbares zum Leuchten kommen. Mit dieser Botschaft sind diese 5 Weihnachtssterne sogar zu YouTube-Stars geworden. Denn sie spielen eine Rolle in dem Dankvideo, das wir gedreht haben und das mancher von Ihnen vielleicht schon auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde sich angeschaut hat. Ja, wir haben allen Grund, auch in diesem Jahr Danke zu sagen. Danke an all diejenigen, die das ausgehalten haben, dass nicht alles so möglich war wie gewohnt, die sich gern öfter getroffen hätten und mehr gesungen, die so viele Ideen hatten, die sich dann aber leider nicht umsetzen ließen in diesem Jahr. Danke an alle, die neue Formen entwickelt haben, die Osterbotschaften auf die Straße geschrieben haben, Videos gedreht haben, Hygienekonzepte entwickelt haben und unzählige Listen geschrieben haben. Danke auch an all diejenigen, die Musik gemacht haben, auf vielfältige Weise in unseren Gottesdiensten und die Kinder in unseren Kindergärten betreut haben. Danke aber auch denen, die ganz im Stillen zu Hause für andere gebetet haben oder jemanden angerufen haben in dieser Zeit. Ja, auch das Gemeindeleben lag manchmal im Halbdunkeln. Und dennoch ist sie immer wieder aufgeleuchtet, die Hoffnung. Die Hoffnung, dass wir das schaffen, weil wir nicht allein sind, weil Gott bei uns ist. Und deshalb ist auch in diesem Jahr ein Hoffnungsleuchten von unserer Gemeinde ausgegangen. Hoffnungsleuchten, das wäre auch die passende Überschrift über einen Abschnitt aus dem Prophetenbuch. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Als Zacharja diese Ansage seinem Volk macht, ist die Stimmung am Boden. Wir schreiben das 6. Jahrhundert vor Christus. Man war gerade in 70-jähriger Gefangenschaft in Babylon gewesen und nach Jerusalem zurückgekommen. Aber daheim war weder Friede noch der Glanz, den man immer in seiner Sehnsucht mit Jerusalem verbunden hatte. Und auch Gottes Durchgreifen war ferne. Vom wieder aufzubauenden Tempel war gerade mal ein Grundstein gelegt. Es ging alles langsam und beschwerlich. Unruhe außen und Ungeduld inwendig. Da braucht es eine Menge Fantasie und eine ganze Vorratspackung Hoffnung, wenn man nicht den Kopf hängen lassen wollte. Und Zacharja, der sagt, was noch nicht ist, das wird kommen. Und zwar nicht, weil die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, sondern weil es Gott selbst ist, der im Kommen ist. Nicht als König von oben, nicht mit Armeen und Fanfaren, sondern in einer noch viel beeindruckenderen Stärke, der Stärke des Sanften und Gerechten.
Das wirkt auf den ersten Blick erstmal so ärmlich wie der Esel, auf dem er da kommt, dieser König. Aber genau das, finde ich, ist stark. Er haut nicht mit Kriegswaffen zurück und er haut auch anderen nicht ihre Resignation um die Ohren. Hoffnungsleuchten, dein König kommt zu dir. Für Sacharja ist das ein Leuchten noch in der Zukunft. Für uns ist es ein Leuchten von Christus her, der 600 Jahre später, nach Sacharja, genauso auf einem Esel in Jerusalem einritt und der genau das war, sanft, mütig und gerecht. Bis heute kommt er so, Advent, und bringt im Dunkeln der Welt etwas zum Leuchten. Wie? Ein Weihnachtsstern. Hier stehen jetzt 5 Weihnachtssterne. Symbolisch für all die Menschen, die mit ihrer Hoffnung andere anstecken wollen, die ihre Hoffnung an andere weitergeben wollen. An die Unsicheren, weil niemand weiß, wie lange das noch dauert. An die Müden, weil es so anstrengend ist, immer auf Abstand zu gehen. Und auch an die, die niemandem mehr glauben können. Den Politikern nicht, den Wissenschaftlern nicht und auch Gott nicht. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mit dieser Botschaft bringen wir Licht ins Dunkel. Und wir sind mit dieser Aufgabe nicht allein. Wir sind mehr als 5 Sterne, die dieses Hoffnungsleuchten verbreiten wollen. Hoffnungsleuchten. Mehr als 5 Sterne. Unter diesen beiden Begriffen hat die Nordkirche eine Aktion gestartet, mit der man etwas sichtbar machen kann von unserer Hoffnung. Indem man Sterne, wie wir sie im Gottesdienst verteilt haben, an andere weitergibt. Oder Sterne selber bastelt und dann irgendwo hinhängt. An einen Gartenzaun, an eine Bushaltestelle oder an eine Leine von Haus zu Haus. Hoffnungsleuchten, gerade wenn das Leben im Halbdunkel liegt. Lasst leuchten.